tagsüber soll es so sein, dass es hier schön ist, dass man die Insel erkunden kann, aber nachts, da sollen die Monstren rauskommen. Monstrum. So, wir sind übrigens in Birdwood, so heißt das hier. Auf Deutsch ist das Bertholz. Bertholz Brecht hat hier mal gewohnt, deswegen kommt der Name daher. Das sind auch so kleine Bugs, die das Spiel hat. Aber wie gesagt, ist ein Entwickler, der wird es wahrscheinlich auch noch patchen. Okay, dann suchen wir erstmal. Arschloch-Auto. Okay, Menschen verschwinden, auch Kühe sind verschwunden, nur offenbar Kleintiere bleiben noch übrig. Ich mach den mal gleich wieder zu, damit wir hier, ne, und so, soll ja alles ordentlich sein. Shit. Ihr Penner, baut nicht sowas ein. Was war das denn gerade? Da ist die Königin von England in jungen Jahren. Und da drüben bewegt sich irgendwas und hier liegt Graphit auf dem... Wir können das Graphit öffnen. Was ist das für ein riesiger Laptop, Alter? Das ist doch kein Laptop, das ist doch... Das ist ein Flatscreen, den man aufklappen kann. Wenn es in Russland Kohlsuppe gab, dann kannst du den Arsch im Ventilator halten, ist ein Raumerfrischer. Oh, diese blöden Sicherungen. Hier ist ein Bett. Ein Backsteingebäude. Ein Gebäude aus Backstein. Kommt bestimmt aus Bagdad. Lichtschalter. Boah, aber voll die schönen Städte hier auf dem Schnauze. Ich. Spielzeuglokomotive, Eleanor. Ein beschissenes PNG-Skelett. War die Tür vorher schon? Alter! Kackhaus, ich hasse das hier. Ich hab's nicht vergessen. Laufen geht hier auch nicht. Eine Armee von Gartenzwergen. Ich hoffe, die werden nicht lebendig. Was ist das denn für ein Spiegel? Was ist das denn für ein Spiegel? Das ist doch kein Spiegel. Das ist einfach... Das ist. Wir haben eine portable Kamera auf dem Kopf, die sich da nochmal wiederfindet. Schon süß. Es ist schon süß. Ach komm. Es ist schon süß. Diese Sicherung. Ich hasse diese Sicherung. Was zum Teufel ist das denn? What the hell is that thing? Ja, sag ich doch.